Ein gestrandetes Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Roblox. Heute mal Wild Revolver. Warte, ich stelle mal mein Mikrofon kurz ein. Das hängt hier ein bisschen schräg. So, schon besser. So, in der Map Depot werden wir nun gegen die anderen Spieler kämpfen müssen. Wir sind Cowboy. Und wir können jetzt hier mit unserem Revolver schießen. Ist ganz nett. Man kann auch einen Doppelsprung ausführen. Da muss aber der blaue Balken unten ganz voll sein. Wir suchen mal die Gegner. Hier. Ah, da hat er uns zuerst getroffen. Ja, wir gucken mal. Vielleicht gewinnen wir ja. Ich habe das Spiel immer gerne gespielt. Ich habe auch schon ein bisschen, wie soll ich sagen, mich hochgespielt. Der Revolver, der ist eigentlich grau und ich habe jetzt schon einen grünen. Würde mich natürlich über ein Like freuen und wenn ihr es machen würdet, ein Abo. Das wäre echt nett, denn wir haben die 50 Abonnenten geschafft und wir wollen die 100 schaffen. Deswegen bitte ich euch alle, gerne abonnieren und liken. Und nun geht es weiter. Typ da hinten, der nervt ziemlich. Den holen wir uns aber. Oh, ist das ein guter Schütze. Der hat uns jetzt zweimal hintereinander schon besiegt. Aber ich sehe auch irgendwie nur den und die anderen nicht. Naja, wie ihr seht, das Spiel spielt im Wilden Westen. Und eigentlich müssten wir mehr so Sniper-mäßig... Ach ja, da waren wir ein bisschen blöd, ne? Wir rennen einfach lang. Und der Bildschirm ist braun. Ja, das Spiel ist nicht ganz koscher, sag ich mal. Es laggt auch manchmal. Aber da hinten... Den haben wir. Erster Kill gemacht. Ich glaube, das ist ein Hacker. Der schießt uns da von 10 Kilometern einfach weg. Wie der schon läuft. Der läuft so richtig komisch auch. Aber jetzt sind wir hier oben und können ihn uns holen. Dich holen wir uns auch. Hä? Ich hab den abgeschossen. Ach nee, der kam von hinten, ne? Oh Gott, wir müssen erstmal versuchen, uns hier einzuspielen. Ich guck mal. Oh, der Gegner. Wo sind die Gegner? Ich sehe die nicht. Ah, da oben ist, sind die. Da oben sind die. Da oben sind die. Da oben sind die. Und. Entschuldigung, dass ich die Wörter so oft wiederhole. Ich bin nur ziemlich aufgeregt. Der hier steht einfach nur rum und schießt auf die Bahngleise. Wir haben anscheinend nicht die hellsten im Team. Hier müssen wir mal hochkommen. Oh, habe ich einen. Die stehen hier anscheinend auch nur rum und machen nichts. Na, Glück für uns, dann können wir sie uns eben abholen. Hallo. Ja. Das haben wir mal gut gemacht, ne? Einfach reingestimmt und haben sie uns geholt. Hier ist die Glocke. So, dann gehen wir mal hier raus. Haben wir mal geschickt gemacht. Den haben wir auch. Ey, wir sind Monster, ne? Wir holen die uns alle. So, wir können uns ja mal angucken. Hier haben wir einen Stall. Hier rennen gerade ein paar Sheriffs durch. Ein sehr schöner Stall. Wir haben hier ein bisschen Heu und so. Hier geht's hinten lang. Oh, der will die Leiter auch klettern. Na. Ah, das haben wir nicht. Da müssen wir jetzt schnell weg. Sonst holt er uns. So, also hier haben wir den Stall. Dann haben wir daneben wahrscheinlich genau eine ganz normale... Ach nee, ich dachte, das ist eine Raststätte, aber das scheint ein Lagerhaus oder sowas ähnliches zu sein. Aber hier unten kann man auch drin schlafen. Das ist schön. So, wir schauen, was wir hier noch haben. Das Sleepy Sheep. Ah, das ist wahrscheinlich ein Saloon. Da wurden wir schon wieder abgeschossen. Wir wollen uns doch eigentlich nur alles angucken. Warum schießen die denn auf uns? So, wir gucken mal, wo waren wir jetzt? Ah ja, oh, wir müssen die erstmal hier uns dieser Leute entledigen. Weil die schießen uns die ganze Zeit ab. Wir können nichts machen. Das nervt ein bisschen. Also nochmal, wir gucken. Wir sind jetzt hinten in der Scheune drin gewesen. Wir gehen hier nochmal raus. Und wir gucken. Ja, das ist höchstwahrscheinlich ein Saloon. Dich holen wir uns mal schnell. Du schießt ja keinen mehr ab. Das Sleepy Sheep ist wahrscheinlich ein Saloon. Ja, ist es. Und da wurden wir schon wieder abgesniped. Also, das ist... nicht ganz in Ordnung irgendwie. Man wird durch Wände abgeschossen und weiß gar nicht, woher der Schuss kommt. Ah, jetzt, ja genau, jetzt sind wir hier im Saloon drin.
Schöne Sache, schöne Sache. Hier haben wir ein paar. Ja, ich muss eben mehr aufpassen. Die Erkundungstour ist vorbei. Jetzt werden wir gewinnen. Mal gucken, wie steht's. Ja, die Sheriffs sind vorne mit ein paar Eliminierungen. Wir schauen mal. Ah, da ist einer. Den haben wir. Oh, da hinten ist einer. Den haben wir auch. Und der andere hat uns geholt. Na, es waren aber auch, es waren mehr. Es waren vier oder so. Aber jetzt wird uns keiner mehr abschießen. Wir sind jetzt sehr vorsichtig und werden jedem Schuss ausweichen mit unserer schönen Ausweichtaste. Ich gehe da hier hoch und hole mir den da. Fast. Hab ich. Wo kam der her? Wo kam der her? Das sollen die uns jetzt aber mal erklären. Wo kam dieser Schuss her? Komisch. Ich glaube, die ersten 51 Eliminierungen haben gewonnen. Dich habe ich. Der kam hier einfach so richtig keck um die Ecke. Aber dann habe ich so gedacht, nicht mit mir. Und habe ihn abgeschossen. So, dann gucke ich nochmal. Finden wir hier noch ein paar Cowboys? Na, da oben ist noch einer. Ah, der wurde. Nein, der wird nicht getroffen. Hallo. In der Kapelle drin, Schießerei. Hab ihn. Sehr schön. Zum Glück wird man immer wieder belebt und kann gleich weitermachen. Ja. So schlecht sind wir hier gar nicht. Wir sind sogar die Besten in der Runde hier. Wir haben 16, 17 sogar schon, 17 Eliminierungen. Ah, wir hätten dich da an den Rand gehen müssen. So haben wir ihn jetzt nicht getroffen. Weiter geht's. Aber mit 17 Eliminierungen sind wir schon gut im Rennen. Oh, da kommen plötzlich Zehntausende. Ja, dich haben wir und. Na? Ich sehe den da oben nicht. Der guckt immer nur seinen Namen hoch. Oh, wo? Ach so, das war einer von meinen. Der schießt die ganze Zeit auf mich, weil er denkt, ich wäre ein Gegner. Den haben wir auch. Hätte er vorsichtiger sein müssen. Wir wollen gerne hier hochklettern. Danke. Na, und oben. So, wo sind jetzt die Scher. Ja, da hinten stand da. Also, der ist echt gut, dieser Andresimo. Aber der ist nicht der Beste. Also, ich bin hier der Beste von allen. Ich bin ein richtiger Cowboy. Dich habe ich. Na. Dich hole ich aber auch noch. Oh, da war. Das war gut von dem. Aber trotzdem bin ich noch auf Platz 1. Die können nichts gegen mich machen, außer mich abschießen. Wir liegen sogar vorne. Ja, aber nur wegen mir eben. Ich visiere ihn an. Na? Dich habe ich. Dich habe ich auch. Dich habe ich auch. Wir haben gewonnen. Super schön. Ich guck mal, ob wir noch eine Runde schaffen. Noch eine Runde wird nichts, glaube ich. Aber es war noch eine schöne Runde. Danke fürs Zuschauen. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Gerne abonnieren und liken. Tschüss!